Urzeit war's, da Ymir hauste. Es gab weder Sand, noch Meer, noch kühle Wogen. Weder Erde, noch Himmel darüber. Nur das gähnende Nichts. Nirgends Gras. So sprach es einst die Seherin über den Anfang der Welt. In den Wolken über der Finsternis lag Asgard, das Reich der Götter. Denn es kam Sturmzeit, Wolfszeit. Kriege überzogen die Welt. Götter und Menschen kämpften bald den letzten Kampf gegen die Riesen und die Ungeheuer der Unterwelt. Es war Ragnarök, die Götterdämmerung. Eines weiß Odin. Das Ende der Welt, so wie er sie kennt, ist nahe. Nichts kann ewig dauern. Wer wird den Sieg davontragen? Wer wird unterliegen? Auch unter den Menschen gibt es einige, die weiter als andere in die Zukunft sehen können. Deshalb wendet Odin sich nun an Midgard. Die Frau, die sie auf einer kleinen Lichtung treffen, sie ist eine Wolve. Es ist nicht das erste Mal, dass Odin sich an eine Wahrsagerin wendet. Einmal hat er sogar eine von ihnen aus dem Grab geholt. Aber in dieser Nacht möchte er lieber mit einer sprechen, die am Leben ist. Odin wendet sich ihr zu und fragt, weißt du denn, wen du vor dir hast? Du bist mein Gott, antwortet die Wolve und fällt vor ihm auf die Knie. Kannst du für mich in die Zukunft sehen? Fragt Odin. Die Wolve erhebt sich. Sie öffnet ihre Augen. Hört mich an, sagt sie, und seht. Nun ist sie angebrochen. Die Zeit, da alles, was wir kennen, untergehen muss. Hat sie einen Namen, die Zeit, von der du sprichst? Alles hat einen Namen, antwortet die Wolve. Sogar die Finsternis. Ragnarok wird sie genannt. Ich sehe Axt und Schwert, sagt sie. Ich sehe Unfrieden überall und blutiges Ringen. Ich sehe 3 Jahre, in denen der Bruder dem Bruder in den Rücken fällt und der Sohn den eigenen Vater nicht verschont. 3 Jahre, die wie ein einziger Winter sind, antwortet die Wolve. Der Schnee weht über die Welt und die Sonne wärmt die Welt nicht länger. Viele werden einschneien, in finsteren Eisspalten ertrinken, unter gewaltigen Lawinen begraben werden. Andere werden in ihren Betten erfrieren und sich blau vor Frost auf den Weg ins Totenreich machen. Eine Riesin sehe ich, weit im Osten, im Eisenwald. Sie gebärt Trolle in Wolfsgestalt. Ich sehe 2 ihrer zotteligen Kinder, Skoll und Hate, die beiden Wölfe am Himmel, die seit Erschaffung der Welt hinter der Sonne und dem Mond herjagen. Jetzt ist es soweit. Jetzt packen sie zu. Skoll verschlingt die Sonne und Hate den Mond und die Wolken sind rot von Blut. Die Berge stürzen ein. Die größten Bäume werden aus dem Boden gerissen und schießen wie Speere durch die Luft. Und alles, was fest war, wird in Stücke gerissen. Alles. Doch sie selber, dann wirst du mir glauben. Und Odin blickt auf und sieht alles, was sie verkündet hat. Er sieht den Fenriswolf, wie er an seinen Ketten zerrt. Er sieht Loki, wie er um sich tritt und zappelt. Er sieht, wie sich ihre Fesseln lösen. Odin sieht auch, wie der Fenriswolf mit aufgerissenem Rachen und glühenden Augen über die Berge stürmt. Seine Fangzähne streifen die Wolken, seine Lefze den Boden. Odin reitet geradewegs auf den Fenriswolf zu. Mein Kampf mit dem Fenriswolf werde ich ihn besiegen. Die Wolve schüttelt den Kopf. Er verschlingt dich, sagt sie. So ist es geweissagt und so muss es geschehen. Wird es ein guter Kampf gewesen sein? Die Wolve hat Tränen in den Augen. Ja, sagt sie, ein guter Kampf. Dann werde ich wenigstens in Frieden ruhen. Die Wolve sieht ihn an und sanft sagt sie, das hast du wohl verdient. Die Götter waren besiegt und nur wenige konnten unter der Führung Vidas vor der völligen Vernichtung fliehen. Mit ihren Schiffen landeten sie auf einer kleinen Insel, bekannt als Hotmimi's Hold, die verflucht schien. Die Insel selbst schien ein Splitter Asgards, der Götterwelt, zu sein, übersät von Ruinen und Zeichen des Kampfes.
Fenrir, der sich bereits über zahlreiche andere Regionen hermachte, fühlte sich nicht ausreichend gütlich daran getan, sein Appetit immer noch unstillbar, zwang ihn, sich auch den letzten Teil der zerstörten Welt einzuverleiben. Vidar aber stellte sich ihm entgegen. »Du hast den letzten deiner Söhne vergessen«, sagt die Wolve. »Vidar, den ihr den Wortkargen nennt. Aber nach Thor ist er der stärkste von allen. Sieh nur, was er tut. Sein Sohn setzt einen Fuß in den Rachen des Wolfs und tritt ihn mit letzter Kraft zu Boden, während er mit beiden Händen nach seinem Oberkiefer greift und ihn hochreißt.« Nach einem zähen Kampf gewann jedoch Fenrir die Oberhand. Vidar war nun so schwach, dass er erkannte, dass eine Niederlage unumkehrbar sei. Fenrirs Kiefer ließ sich nicht mehr entzweien. Nun schlug er Fenrir einen Handel vor. »Geben wir dir, was du willst, so lässt du uns für alle Zeit in Ruhe.« Fenrir willigte ein. Auf seinem Rückweg traf er auf den Arm Eric und berichtete vom besagten Handel. Plötzlich zwang seine Verletzung Vidar in die Knie. Vidar kehrte nie zurück. Auf einmal erhob Fenrir das Wort. »Mein Hunger ist ewig, drum opfere mir alle 5 Jahre ein Kind.« Und ein nie endender Pakt wurde geschlossen. Eric gewann an Unsterblichkeit und tat daran, was Fenrir verlangte, um das Überleben aller zu sichern. Beginnend mit seinem Sohn, der sich freiwillig opferte, begab er sich auf die Suche nach immer neuen Kindern. Die Insel wurde zu einer Insel der verlorenen Kinder. Die Inselbewohner, ihrer Kinder beraubt, waren am Ende ihrer Kräfte. Ihre Angst vor Erics Pakterfüllung wurde unerträglich. Das Gefühl von Ohnmacht und unaufhörlichen Schmerzen trieb sie in den Wahnsinn. Der Tod suchte sie heim und selbst ihre noch verbliebenen Kinder sollten nicht verschont bleiben. Aus ihrer Hoffnungslosigkeit töteten sie diese und letztlich sich selbst. Eric war verzweifelt, aber er fand einen Splitter des Bifrost, der Regenbogenbrücke, die Welten miteinander verband. Eric gelangte in eine neue Welt, still und hinter Nebel versteckt, voller Kinder. Eines Tages sichtete er einen Jungen, der sich an einem brüchigen Steg auf dem großen See aufhielt. Das Glitzern seiner Reflektoren zog Eric magisch an. »Wie lautet dein Name, kleiner Mann?« »Ich heiße Espen.« »Ich werde dir nun eine Geschichte erzählen, Espen. Höre aufmerksam zu.« Espen war das vorerst letzte Kind, das Eric nahm. Es liegt nahe, dass Fenrir ausschließlich die Seelen der Kinder verschlingt. Aus diesem Grund kehrte nur Espens toter Körper nach dem tiefen Fall in die Schlucht in unsere Welt zurück. Eric selbst erlag letztlich seinem Seelenschmerz. Um Espens Tod Bedeutung zu schenken, nimmt Karen den Splitter des Bifrost an sich und führt das leidvolle Werk Erics fort. Sie weiß, dass Fenrirs Gier endlos ist. Sie weiß, dass nicht nur eine Welt vor einer verheerenden Bedrohung steht. War Karens Schicksal somit vorbestimmt? Auf ihrer Suche nach Espen betrat sie unwissentlich den Weg der Schuld und Sühne, um ihrer tragischen Geschichte einen Sinn zu geben, um sie ans Licht zu führen und letztlich, das Wichtigste, zu akzeptieren. Karen wird seit der Geburt von Espen von Schuldgefühlen und Scham heimgesucht. Nach dem Überwinden ihrer Wochenbettdepression findet sie endlich Zugang zu ihrem Sohn Espen. Er wandelt sich zu ihrem alleinigen Lichtpunkt. Die Angst des Verlustes wird jedoch nun zu ihrem ständigen Begleiter. Dieses Gefühl der Ohnmacht entlädt sich jedoch in Gewalt gegenüber Espen und ihrem Mann. You're not taking my son. Well, I'm not leaving him with you. You broke his arm, for Christ's sake. Was? Oh, when will you stop holding that over my fucking head? It was an accident. An accident. And you've looked at me every day since like I'm some kind of monster. I'm telling you now, if you want a divorce, Espen is coming with me. Sie beschließt, Espen niemals herzugeben, komme was wolle, und beseitigt sämtliche Hindernisse.
Als Espens Vater nach vollzogener Scheidung um das alleinige Sorgerecht kämpft, wird ihm dieses durch Karens Beschuldigung, er würde häusliche Gewalt ausüben, für immer verwehrt. She's lying. I never hit her or Espen. I swear, please. Silence. Sit down now. I find in favor of the plaintiff, Miss Dahl. She shall retain sole custody of her son, Espen Dahl. The defendant shall have no visitation rights, and a permanent restraining order comes into effect immediately. You, sir, are to have no contact with your ex-wife or Espen whatsoever, and must keep a minimum distance of 200 feet from them, their home, Espen's school, and her place of work. Court is adjourned. No, please, God damn it, let go of me, don't! Please, don't take him away from me. Don't take him away from me! Der Ruf des Vaters ist zerstört und sein Kummer übermächtig. Stop, can we come in? You should sit down. There's no easy way to say this, so I'll just say it. Er ist tot. Your husband was found dead in his apartment this afternoon. Oh God. Oh no. Right now we're working on the assumption of suicide, but we're investigating. You're safe now. You and Espen are finally safe. Und Karen hüllt sich in fortlaufendes Schweigen. Doch die Stille findet mit Espens Verschwinden ein jähes Ende. Auf ihrer Suche nach Espen durchläuft sie 5 Phasen, die den 5 Sterbephasen der Elisabeth Kübler-Ross gleichen. Diese 5 Phasen der Akzeptanz gelten jedoch nicht nur für sterbende Menschen, sondern bestimmen, wenn möglich, auch unser tägliches Leben. Erste Phase: Verleugnung. Die Nacht bricht herein und die Dunkelheit des düsteren Waldes ist vorherrschend. Karen streitet bestehende Tatsachen ab, will Geschehendes nicht wahrhaben. Sie tritt die Flucht an. Die Trolle versinnbildlichen ihre eigene Geschichte, sind dabei im übertragenen Sinne auch Träger ihrer Schuld. Aufgrund dessen können wir nur vor diesen fliehen. Phase 2: Zorn. Karen richtet ihre Wut gegen all diejenigen, die durch ihre Taten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ihren Ehemann zum Beispiel. Beziehungsweise ihre Geschichte verkörpern oder sie daran erinnern. Dies gilt für die Dorfbewohner und all die Kreaturen dieser Insel, aber vor allem für Eric. Die Huldra wird plötzlich Sinnbild ihres Zornes, der sich auch gegen Karen selbst wendet. Und Karen ergreift erneut die Flucht. That blind creature, it almost killed me. The horrific thing in the cave. And Eric had taken my son. I wanted to hurt them all. I wanted them to be scared. Does that make me a monster too? Phase 3: Verhandlung. Karen erkennt die bevorstehende Offenbarung ihrer Taten. Dennoch versucht sie zu verhandeln. Die beiden Wolfsbrüder Skoll und Hati übernehmen die Rolle ihrer Verhandlungspartner ein. Bastards, I can help you. Just let me go, please. Gott sei Dank. Komm in Rode mit uns, Bruder. Was haben 100 Brüder? I have a key. I can open one of the doors. Und auch wir einen Likel, Erik. Ich sehe das. Und knurrt Leus aus. Leus aus, ihr Bruder. Ihr seid noch gefangen. I can let you out of here. I just want to be left alone. Knurrt da wer, knurrt da Rota en. Ich kenne Molinen Arlit. Rota mig tala. Woher? Human. You wish to bargain with us. Oh God. I can let you out of the ravine if you promise to let me go. You realize what this will mean for the Isle. You know our reputation. Yeah, oh yeah. I don't give a shit about this island. I just want to find my son. Very well. We have an agreement. The key opens the door behind you. Go and open it. We will remain here. Then you may leave. Wieder erwarten Karens scheitert getaner Handel. Karen muss erneut fliehen. Phase 4: Depression. Karen ist durch eine hoffnungslose innere Leere und durch Lebensüberdruss gekennzeichnet.
Sie trauert um das, was sie durch ihre Taten verloren hat. Um das, was ihr wichtig war. Ein funktionierendes Familienleben, ihren Ehemann. Espen. Sie bereut das bereits Versäumte, erinnert sich an frühere Geschehnisse und Probleme. Hel, die Göttin des Todes, ermöglicht Karen durch das Zeigen ihrer vergangenen Taten, Karens Erwachen. Karen gewinnt trotz allem an Hoffnung und läuft dieser nach. Zudem wird die düstere Insel durch das Sonnenlicht erhellt. Phase 5. Akzeptanz. Durch das Erscheinen Hels und dem späteren Tod Espens erkennt Karen ihre leidvolle Geschichte und den damit verbundenen Taten an. Sie findet sich neu ein, nimmt ihr Schicksal an und führt Erics Bürde fort. He's coming. Quick, hide! Oh Gott. You should not have come here. You took my son. Abschließend ist zu sagen, dass Through the Woods ein einzigartiges Spielerlebnis ist. Vielleicht sogar ein kleines Meisterwerk, welches sicherlich nicht durch sein vereinfachtes Gameplay Maßstäbe setzt. Soll es auch gar nicht. Through the Woods erzeugt durch sein narratives Wirken und seinen grandiosen Sound eine dichte und immersive Atmosphäre. Einhergehend mit einer unerwarteten Wendung der Hauptprotagonistin, die mich sprachlos zurückließ. Through the Woods ist eine ganz besondere Spielerfahrung. Mein Geheimtipp des Jahres 2016. Danke, Antagonist. Odin reibt sich die Augen, er ist müde. Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte, fragt er. Nein, Herr, antwortet die Hellseherin. Jetzt sind meine Augen leer. Weiter in die Zukunft kann ich nicht sehen. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ich weiß es nicht, antwortet Odin. Du weißt es nicht? Vielleicht ist es so, dass ich nur das fand, wovor ich mich fürchtete. Am Ende hätte ich eher nach dem suchen sollen, was ich mir erhoffe. Alles auf der Welt kann auf tausend verschiedene Weise enden. Nichts von alledem ist bereits geschehen. Der Möglichkeiten gibt es viele. Noch haben wir es in der Hand, sie zu finden. Zu ändern, was zu ändern ist. Nie wirst du aufgeben. Nie. Nie. In unseren Mythen wurden die Götter einst zu Menschen, dann vergingen sie. So schloss sich der Kreislauf von Zeit und Macht. Ich hoffe, es werden einmal neue Götter kommen, die unsere Welt so einrichten, dass die Menschen wieder friedlich in Fülle und Harmonie leben können.